Es ist der Versuch, es allen ein bisschen recht zu machen. Wie von der SPD gefordert, verlängert die Bundesregierung gestern Nacht den Waffenexportstopp für Saudi-Arabien. Bis zum 30. September 2019 dürfen weder bereits gekaufte deutsche Waffen geliefert, noch neue Rüstungsgeschäfte mit Riad genehmigt werden. Kritik aus der Union. Wir können uns kein neues saudisches Regime backen. Wir können auch den Jemen-Konflikt nicht aus unserer Perspektive beilegen. Erst recht nicht, wenn wir uns in jeder Hinsicht raushalten. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auf die Partner der Region setzen. Hilfe soll es für die Peenewerft geben. Die Bundesregierung will sich bemühen, die hier von Saudi-Arabien bestellten Küstenschutzschiffe entweder selbst zu kaufen oder eine Regelung zu finden, dass die Werft die Boote weiter baut, aber noch nicht ausliefert. Vom Exportstopp ausgenommen sind europäische Gemeinschaftsprojekte wie der Eurofighter. Gut 30% der Teile kommen aus Deutschland. Solche Genehmigungen werden nun unter Auflagen verlängert, auch um drohende milliardenschwere Schadenersatzklagen der Industrie zu verhindern. Die Linke spricht von Irreführung. Die einzige Bedingung, die die Bundesregierung stellt, ist, dass die Partnerländer Frankreich und Großbritannien sich von Saudi-Arabien versichern lassen sollen, dass diese Rüstungsgüter nicht im Jemenkrieg eingesetzt werden. Das ist aber ein Hohn. In der CDU befürchten viele bereits, dass europäische Partner Exporte in die Golfregion künftig ohne Deutschland planen werden.